Ja, guten Tag, Torben Laumann, guten Tag, Kai Nagel, herzlich willkommen, die NIMAG-Gruppe in der Firma Tünkers. Jetzt sind Sie bereits 2 Monate bei uns. Was hat sich verändert für Sie? Ja, das ist richtig. In der Tat hat sich bereits einiges verändert. Wir konnten insbesondere im Bereich der Sonderanlagen die Tünkers-Komponenten bereits einsetzen. Dazu gehören die Expert-Drehtisch-Komponenten, die Spanner-Komponenten, die Fördermittel. Und damit sind wir stärker aufgestellt als je zuvor. Das geht in die richtige Richtung. Wir befinden uns beide im Body-in-White-Bereich, wo es jede Menge Synergieeffekten gibt in diesen Bereichen. Und ich denke, auch für die Zukunft haben wir da einen sehr guten und starken Partner gefunden. Herr Nagel, Sie haben angedeutet, dass Sie natürlich auf der Marketingseite weiter angreifen wollen. Wie wird das vonstatten gehen? Ich meine, Sie haben ja die Vorgaben von unserem gemeinsamen Chef eben schon mal gehört. Nicht Nummer 3, nicht Nummer 2, Nummer 1 wollen wir werden. Also so gesehen müssen wir da auch ganz gezielt die Synergien nutzen, die sich zwischen Tünkers und NIMAG natürlich jetzt auch ergeben. Ist ja so, in der Vergangenheit hatten wir schon Produkte, die haben sich sehr gut ergänzt. Wir hatten Produkte, die waren ähnlich. Daraus können wir jetzt quasi nochmal neue Synergien ziehen. Und wenn ich bedenke mal, wer hat sich so als erstes zusammengesetzt, nachdem der Unternehmenszusammenschluss, die Übernahme von NIMAG bekannt war? Das waren unsere Entwickler. Die haben direkt ihre Köpfe zusammengesteckt und gucken, wo haben wir Synergien, wo können wir vielleicht unsere Programmierung vereinheitlichen, wo können wir unsere Bedienoberflächen vereinheitlichen, um dadurch auch für die Kunden dann in Zukunft entsprechende Nutzen zu bieten. Ja, wie sehen solche Synergien denn exakt aus? Fangen wir mal mit der Entwicklung an. Was sehen Sie da? Ja, konkret geht es um Antriebstechnik, um bestimmte Verriegelungstechnik, um die modernen Systeme, die wir zum Einsatz bringen, speziell zum Schweißen benötigen, auch zu kombinieren mit Systemen, die in der Spanntechnik etc. verwendet werden. Insbesondere da haben wir doch einige Synergieeffekte. Dann gibt es die Entwicklung zur transformatorlosen Zange, zum Kondensatorentladungsschweißen, wo wir auch wiederum diese Systeme sehr gut mit einsetzen und einbinden könnten. Natürlich auch im Bereich der Werkzeug- und Vorrichtungstechnik, wo direkt die Tünkers-Komponenten eingesetzt werden. Auch was die Konstruktion angeht, Schaltschrankbau, Entwicklungsbereiche, E-Plan und so weiter, da ist die NIMAG naturgemäß aus dem Anlagenbau sehr stark aufgestellt und auch hier sehe ich sehr gute Möglichkeit, wie wir da weiterkommen. Mhm. Service ist auch immer wieder ein Stichwort, das häufig fällt, wenn wir die Tünkers-Gruppe grundsätzlich bezeichnen. Wie sieht Service bei Ihnen eigentlich aus? Ich sage jetzt einfach mal von der Idee mit dem Kunden zusammen, der Herr Frohner hat das ja so ein bisschen skizziert. Da kommt der Kunde an und sagt halt, er möchte was. Wie sieht das aus bis in den After-Sales-Bereich? Mal ganz klar, wo sich heutzutage Produkte am Markt immer mehr annähern, wo sich leider auch die Preise immer mehr annähern, da braucht man noch ein Alleinstellungsmerkmal. Und meiner Meinung nach ist da der Service eins der Dinge, mit denen man punkten kann, wo der Kunden einen Mehrnutzen hat und wir dadurch auch entsprechend einen Mehrnutzen haben. Da greifen wir jetzt gerne in Zukunft auf die doch Tünkers bedeutend größer gewordene weltweite Service-Niederlassungsstruktur zurück. Wir können gemeinsam jetzt beim Kunden direkt vor Ort sein. Das heißt, wir können die geforderten Reaktionszeiten alle einhalten. Wir sind immer direkt mit einem Mann vor Ort, falls Probleme auftreten, falls was optimiert werden muss. Und wir können natürlich auch rechtzeitig beim Kunden schon aufkommende Themen, Problematiken mit aufnehmen, direkt einsteuern in unsere Entwicklung und können somit, dadurch, dass wir unser Ohr immer direkt vor Ort beim Kunden haben, schon auf die Anforderungen der Zukunft reagieren. Ja, woran wird gerade gearbeitet bei der Firma NIMAG? Was sind absolute Neuigkeiten, die uns in den nächsten Monaten gegebenenfalls erreichen, bezogen vielleicht auf Roboterzangen oder eben auch auf das, was wir hier sehen? Genau, also was wir hier sehen, ist eine Zange aus dem Aluminiumbereich. Diese Zange setzt 2 Schweißpunkte gleichzeitig auf eine Außenhaut, das heißt, man benötigt hier keinen Gegenhalt und gerade im Profilbereich oder im Aluminiumbereich ist sehr, sehr viel Bewegung. Man sieht, bei den Karossen geht es immer mehr Richtung Leichtbau und somit ist auch Aluminium wieder ein sehr wichtiges Material in diesem Bereich geworden und gerade da tummeln wir uns aktuell mit der neuen Magnetic Drive Technologie, um die Kraft sanft und schnell aufzubringen, insbesondere sehr schnell auch was Taktzeiten angeht. Im Vergleich zu anderen Systemen haben wir da ein schönes Alleinstellungsmerkmal hergestellt und das sind die großen Entwicklungen. Neben der transformatorlosen Zange, wo wir auch die Leistungselektronik zu entwickeln aktuell. Und da sehen wir ein sehr großes Potenzial, auch was Gewichtseinsparungen angeht, besonders an der Roboterhand.